Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge zeigen wir dir, wie man einen JTL-Shop 5 einrichtet in unter 10 Minuten. Starten werden wir nun mit der Installation. Was zuvor zu prüfen ist, also welche Systemvoraussetzungen von eurem Webserver erfüllt sein sollten, könnt ihr in unserem detaillierten JTL Shop 5 Installationsvideo entnehmen oder mit dem Testskript auf der JTL Software-Seite prüfen. Wenn ihr das sichergestellt habt, ladet euch entweder die Community Free Edition herunter oder erwerbt im JTL Store die kostenpflichtige Version und ladet diese im Kundencenter herunter. Nachdem du dann die Dateien entpackt, mittels FTP-Client auf deinem Webserver hochgeladen hast und die nötigen Schreibrechte erteilt hast, öffne deinen Browser und gib die Shop-URL ein. Dann wirst du dieses Fenster vorfinden und musst auf Click hier drücken, um den Installationsprozess einzuleiten. Wir sind mit der Sprache Deutsch zufrieden und gehen deshalb weiter zu Schritt 1. Soweit alles gut, denn dass die angezeigte Konfigurationsdatei nicht zu finden ist, ist ein gutes Zeichen und notwendig. Sollte bei euch ein SSL-Zertifikat vorliegen, könnt ihr einfach auch weiter zu Schritt 2 gehen. Bei uns liegt das für unseren Testshop nicht vor, deswegen sagen wir, wir wollen trotzdem fortfahren und klicken dann auf den blauen Button. Die notwendigen Schreibrechte sind vorhanden, also auf zum Systemcheck. Sollte bei euch etwas gelb dargestellt werden, schreibt uns in die Kommentare und wir versuchen euch bei der Fehlerlösung zu unterstützen. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Termin mit den JTL-Spezialisten von eBakery vereinbaren. Wir gehen nun zum Schritt 4 über, indem wir den Datenbanknamen, Benutzernamen und das dazugehörige Passwort eintragen müssen. Wir entscheiden uns dafür, die Demo-Daten zu installieren. Das könnt ihr für euch gerne auslassen. Um hier auf Nummer sicher zu gehen, dass alles korrekt eingetragen wurde, klickt auf Daten prüfen. Wir fahren fort und müssen uns im nächsten Schritt die 4 Werte notieren, da diese wichtig und notwendig sind, um uns im JTL Shop 5 Backend anzumelden. Anschließend ein letztes Mal auf den blauen Button klicken und schon wird das SQL-Schema importiert, was einen Moment dauern kann. Damit ist die Installation abgeschlossen. Trage nun in der URL-Zeile deines Browsers die Shop-URL mit /admin am Ende ein und melde dich mit dem eben notierten Benutzernamen und dem Passwort ein. Somit wird der Einrichtungsassistent gestartet. Gib den Namen deines Shops ein, gegebenenfalls deine UST-ID, bestimme, ob dein Business auf B2B oder B2C ausgerichtet ist und fahre fort. Im nächsten Schritt deine E-Mail-Adresse, deinen Namen und eine E-Mail-Adresse, die beim Verlust des Passworts als Reaktivierungs-E-Mail dienen kann, eintragen. In Schritt 3 und 4 könnt ihr jeweils Rechtstextanbieter bzw. Zahlungsdienstleister auswählen, was wir jetzt aber erstmal überspringen werden. Nun kannst du dir die eingetragenen Daten nochmal in dieser Übersicht ansehen und bestätigen. Damit ist dein JTL Shop 5 installiert und halbwegs grundkonfiguriert. Doch um Kategorien, Artikel und sonstiges anzulegen, müssen wir den JTL Shop mit der Wabi verbinden. Eine ausführliche Anleitung, wie das geht, erhältst du oben rechts im Video. Wir gehen das für dieses Video nur im Schnelldurchlauf durch. In JTL Wabi gehst du auf den Reiter Online Shop, auf Online Shop Anbindung und klickst auf Anlegen. Eingetragen werden müssen hier der Lizenzschlüssel, ein Name für den Online-Shop, die Shop-URL sowie der Benutzername und das Passwort. Um eine Verbindung zwischen Wabi und Shop herzustellen, gehe in das Kundencenter. Unter Produkte, Online-Shop und Shop Edition kannst du eine Lizenz erstellen oder eine vorhandene mit deinem Shop verknüpfen, indem du einfach nur deine Shop-URL einträgst. Anschließend benötigst du den hier dargestellten Lizenzschlüssel. Um den Benutzernamen und das Passwort zu erhalten, gehe in den JTL Shop 5 in die Administration auf Benutzer und Rechte und wähle Abgleich JTL Wabi aus. Kopiere dir diese Daten und gehe zurück in die Wabi und trage alle Daten ein. Danach auf Verbindung testen klicken. Du kannst nur noch die bevorzugte Währung, Sprache und zugeordnete Kundengruppe auswählen und mit OK fortfahren. Damit ist beides miteinander verbunden. Um Daten nun aus der Wabi in den JTL-Shop zu integrieren, wäre ein Abgleich vonnöten. Doch ich will dir erst einmal zeigen, wie du eine neue Kategorie und einen Testartikel anlegst. Wir haben bereits unsere Kategorie hier neu erstellt. Das machst du, indem du auf Kategorie Anlegen klickst, dieser einen Namen gibst und sie für den Online-Shop, den wir eben gerade verbunden haben, freischaltest.
Darüber hinaus kannst du eine beliebige Beschreibung eintragen und beispielsweise ein Kategoriebild hinterlegen. Die Kategorieerstellung ist abgeschlossen. Nun kann ein neuer Artikel erstellt werden. Passend zu diesem Produkt erstellen wir jetzt einmal einen weißen Sneaker. Dafür auf Artikel anlegen klicken. Ihr könnt hier den Namen eintragen, also in unserem Fall jetzt mal Sneaker Weiß, müsst ihn für den Onlineshop freigeben, damit dieser dort ausgespielt wird. Um etwas zu erwirtschaften, muss das Ganze auch einen Preis bekommen, den ihr hier eintragen könnt. Solltet ihr gesondert für die einzelnen Plattformen Preise bestimmen wollen, könnt ihr das wiederum hier tun. Außerdem kann noch eine Kurzbeschreibung und Hauptbeschreibung erstellt werden, die so wie in den beiden Videos zuvor visuell, aber auch SEO-technisch gestaltet werden kann. Solltest du dir noch nicht sicher sein, welches Shop-System das richtige ist, packen wir dir beide Shop-Erstellungsvideos in die Videobeschreibung. Nun wollen wir für dieses Video noch ein Bild hinzufügen. Falls du ein ausführliches Video zur Produkterstellung in der WAVI sehen willst, ist auch dieses oben rechts verlinkt. Wir klicken auf Hinzufügen und wählen unser gewünschtes Bild aus. In unserem Fall wurde nicht auf SEO-Tauglichkeit geachtet, da das Bild noch zu groß ist. Achte also darauf, dass das Bild auf um die 100 KB komprimiert ist, du dein Fokus-Keyword im Dateinamen unterbringst und so wie hier in Bindestrich-Schreibweise verfasst. Anschließend abspeichern. Um diese beiden Artikel in der Kategorie Testkategorie Snickeria zu übertragen, müssen wir einen Abgleich starten. Damit du weißt, was du übertragen hast, lass dir die Zusammenfassung anzeigen und auf Starten klicken. Wir überprüfen das mal im Frontend. Siehe da, sowohl die Kategorie als auch die beiden Produkte wurden erfolgreich übertragen. Wir machen jetzt mal eine Testbestellung. Wie du hier im zweiten Schritt des Checkout-Prozesses sehen kannst, sind standardmäßig schon eine Versandart und zwei Zahlungsarten hinterlegt. Wir klicken auf Weiter und Bestellen. Nun zurück in die WAVI. Beim Abgleich fällt auf, dass eine Bestellung übertragen wurde. Damit können wir davon ausgehen, dass unser JTL Shop 5 funktioniert. Ich zeige dir nun noch, wo du bei Bedarf Versanddienstleister hinterlegen kannst. Dafür gehst du auf der Administration auf Versand, Versandarten und kannst hier eine neue Versandart anlegen. Zahlungsdienstleister können hier verwaltet werden. Das Anlegen gestaltet sich aber etwas komplizierter. Deshalb haben wir für euch in einem separaten Video bereits eine detaillierte Anleitung zum Anlegen von Zahlungsdienstleistern im JTL Shop 5 anhand von PayPal produziert. Auch dieses befindet sich oben rechts. Damit fehlen uns nur noch die Rechtstexte. Dazu dürfen wir leider keine Rechtsberatung erteilen, sondern lediglich informieren, wo ihr diese generieren könnt und wie ihr diese einbindet. Der Händlerbund oder Trusted Shops sind zwei mögliche Anlaufstellen, um eure rechtskonformen Shop-Texte erstellen zu lassen. Mittlerweile gibt es auch Schnittstellen, die als Plugin in den JTL Shop 5 eingebunden werden können. Schaut euch gerne dazu im JTL Store um. Ansonsten können diese auch manuell integriert werden, indem du auf Eigene Inhalte und Seiten gehst. Das Praktische bei JTL ist, dass diese schon als Muster komplett vorhanden sind. Gehe also dafür auf gesetzliche Informationen. Du kannst mit dem Bearbeitungssymbol in die Datenschutzerklärung und die AGBs oder das Impressum rein. In der Inhaltssektion kann dann das generierte Impressum per Copy and Paste eingefügt werden. Anschließend abspeichern. Das Praktische ist, dass du diese Seiten nicht einzeln mit dem Footer verknüpfen oder anlegen musst. Diese sind von Hause aus vorhanden, was wir nun einmal überprüfen können. Hier ist unser Impressum, was auch unsere Änderungen enthält. Als allerletztes möchte ich dir noch das, was bei Shopify der Theme Editor oder bei Shopware 6 der Erlebniswelten Editor war, für den JTL Shop 5 zeigen. Erreichen kannst du den Editor namens OnPage Composer im Backend, indem du hier auf das Auge klickst und ihn mit diesem Symbol öffnest. Doch auch aus dem Frontend heraus kann der OnPage Composer angesteuert werden und für jede Seite angewandt werden. Er funktioniert ähnlich wie bei Shopify oder Shopware. Die Unterteilung in Content und Layout ist etwas anders, wobei Content eher die Medien sind wie Bilder, Videos, Text und das Layout die Gestalt vorgibt wie Container, Grid-Layouts oder Registerkarten. Du kannst diese ganz simpel per Drag-and-Drop reinziehen und dann beispielsweise das Grid-Layout mit Medien wie einem Bild oder Video aus der Content-Sektion befüllen.
Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem du genaue Anpassungen für die sogenannten Portlets vornehmen kannst. Dafür macht es tatsächlich am meisten Sinn, das detaillierte Video zum On-Page Composer zu schauen, da wir das sehr ausführlich erklärt haben. Auch dieses findest du oben rechts. Das war es zum JTL Shop 5, wie du diesen in unter 10 Minuten erstellst. Sollten währenddessen Fragen aufgekommen sein, hinterlass einen Kommentar und wir versuchen dein Anliegen klärend zu lösen. Ansonsten lohnt es sich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da in naher Zukunft noch sehr viel interessanter JTL Software Content kommen wird. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Online-Shop in unter 10 Minuten erstellen. In diesem Sinne, euch erfolgreiche Verkäufe, wünscht euch euer eBakery-Team.